Grüß euch, guten Tag. Ja Leute, was geht? Hier ist wieder Dubi. Wir sind zurück bei WWE 2K15 im Karrieremodus. Ja, ihr könnt es lesen. Es war das letzte Mal ein furchtbares Match. Es war nahezu ein Squash gegen Mark Henry. Ja, keine gute Werbung für uns, denn wir wollen ja logischerweise beim Pay-Per-View dabei sein. Ist doch keine Frage. Wir wollen uns an die Spitze der WWE pushen irgendwie. Und da darf sowas eigentlich nicht passieren. Ich hoffe, es schmeißt uns nicht zu sehr zurück, denn das wäre wirklich sehr, sehr bitter. Wir versuchen weiterhin unser Bestes, um die Spitze der WWE zu erklimmen. Und das versuchen wir beim nächsten Event. Ich habe beschlossen, dich bei der nächsten Pay-Per-View gegen Baron Blade antreten zu lassen. WWE-Umfragen zufolge ist das ein Match, das die WWE-Welt sehen will. Die WWE-Welt soll einen Vorgeschmack von dem Match bekommen. Also kämpfst du heute Abend gegen Baron Blade und ein weiterer Gegner ist auch mit dabei. Viel Spaß. Aha, WWE-Booking-Problem. Ich zeige das Match Baron Blade gegen MC Torres bei, keine Ahnung, bei irgendeiner Show vor dem Pay-Per-View. Warum soll ich es mir beim Pay-Per-View nochmal angucken? Weil in dem Match wird größtenteils genau dasselbe passieren. Ja, von daher, das ist ein WWE-Booking-Problem. Normalerweise sollte es so sein, ich lasse in einer Fehde zwei Gegner, beziehungsweise zwei Parteien, immer wieder irgendwie gegeneinander eingreifen. Die sollen sich irgendwie bekriegen, aber kein Match bestreiten. Von mir aus auch dann bei der letzten Ausgabe vor dem Pay-Per-View ein harter Brawl, bei dem sie sich richtig aufs Mat geben. Und dann soll jeder auf das Match hinfiebern. Wer kann sich, wenn es drauf ankommt, durchsetzen? Und bei sowas hier, wenn ich jetzt schon gegen Baron Blade antreten soll, dann naja. Gut. So, ein Triple Threat Match ist es jetzt. Okay, wer das ganz links ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei Baron Blade fehlt ein Stück vom linken Arm. Hoffen wir mal, das bringt er jetzt mit zum Match. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach rein in dieses Triple Threat Match. Wenn wir es gewinnen. Ah, okay, das links ist Baron Blade, ganz rechts ist Zeus Tucker, glaube ich, oder? Ist er das? Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er. So, also versuchen wir es nochmal. Wir sind in Buffalo, New York. Der Typ hat eine schöne pinke Brille. Also, letzte Woche gegen Mark Henry verloren. Sah nicht gut aus. Diese Woche Triple Threat Match gegen, wie ich finde, schlagbare Gegner. Also müssen wir versuchen, das von der letzten Woche logischerweise, ist ja keine Frage, wieder gut zu machen. Und müssen gucken, dass wir irgendwie in diesem Triple Threat Match ohne große Komplikationen, das wäre auch ganz nett, den Sieg einzufahren. Müssen wir schauen, inwiefern wir in der Lage sind, das, was ich jetzt gerade in der Theorie mir so zusammengesponnen habe, dann eben auch in der Praxis umzusetzen. Das wird nämlich vielleicht nicht so einfach, wie gesagt. Also, es kommt drauf an, hier Wiedergutmachung zu betreiben. And approaching the ring, B. Blade. What the fuck? Also bei allem Respekt. Wenn wir den Typen nicht wegklatschen, dann können wir eigentlich hier aufhören. Okay, so ist Zaka kennen wir, aber der Typ, was ist das? Ja? Frage ich mich da. Was ist das? Aber gut, was willst du machen? Wir können jetzt hier nicht sagen, oh, der ist hässlich gegen den Treffer dich an und der hat scheiß Einzugsmusik und sonst was. Ne, wir müssen es durchziehen und genau das werden wir auch tun. Also Triple Threat Match. Here we go with what should be MC Torres, Baron Blade und Zeus Tucker. Also versuchen wir mal hier irgendwie zu gucken, dass wir hier eindeutig zeigen, dass wir das hohe Ross sind.
So, das zeigen wir einfach mal. Zeus, zack, er kriegt einen Power Slam ab und der Typ ist nicht gerade klein. So, und auch hier, den Kumpel. Dem zeigen wir auch mal, wie es geht. Raus mit ihm. Ah, jetzt könnten wir wieder wunderbar diesen Topi zeigen. MC Torres, Zeus Tucker steht daneben. Der nimmt jetzt an, auch vielleicht läuft das Zeus Tucker und so jetzt noch in die Parade. Er bleibt aber stehen, guckt sich das an. Ja, das ist eine gute Taktik in einem Triple Threat Match. Wunderbarer Topi. Eine gute Taktik in einem Triple Threat Match als Dritter, vielleicht Außenstehender, einfach zu warten, bis die anderen beiden sich da komplett den Kopf eingeschlagen haben. Und dann einfach abstauben, wenn es drauf ankommt. Genau das kann eine Taktik sein. Die vielversprechend, beziehungsweise die nicht vielversprechend ist, kann man ja dann immer noch sehen. So, Kumpel. Ah, ha, in seine nicht vorhandenen Genitalien. Das war lustig. So, und dann, oh, da draußen eine Powerbomb. Das wäre krass auf dem Hallenboden. MC Torres. So, Baron Blade ist dann jetzt erstmal, der könnte erstmal raus sein. Und direkt geht's weiter. Der ist doch jetzt eigentlich bedient hier. Jetzt nehmen wir Zeus Tucker noch nach oben. Power Slam. So, und hier unten ist noch ein Stuhl. So, und jetzt können wir hier ein bisschen Betrieb machen. So, Haha. Okay, jetzt sieht es vielleicht ganz gut aus, Mark. Beide liegen sie hier mehr oder weniger bewegungslos. So, jetzt nehmen wir hier. Oh, Mist, Mist, Mist. Das kontert er gut. Oh, und zeigt einen Clothesline. Baron Blade. Jetzt soll es Tucker dahinter attackieren will. Macht er Gott sei Dank auch. So, Luther's Press von Baron Blade. Und jetzt müssen wir eingreifen. Jetzt müssen wir eingreifen. Ey! So. Bleiben aber erstmal liegen. Wir sind auch gezeichnet auf jeden Fall. You can practically feel the wear and tear that's been done throughout this match. So, jetzt nehmen wir ihn einfach mal hier. Dann nehmen wir ihn einfach, den Zeus Tucker. He's got him up. And that was broken up before it could land. So, und Baron Blade, der kriegt jetzt auch ein bisschen was ab hier. Vielleicht den nicht aufs Kommentatorenpult. So weit ist es da noch nicht. So, erstmal Kommentatorenpult abdecken hier. So, Baron Blade kriegt hier richtig gut aufs Maul. Ich weiß nicht, ob Zeus Tucker einfach Angst vor uns hat oder was es ist, was hier dazu führt, dass er da ein bisschen einseitig attackiert, könnte man fast sagen. So. Oh, his body has to be broken right now. A sharp kick. So, können wir ihn hier vielleicht durchs Kommentatorenpult schmeißen? Nee, können wir nicht. Mist. Jetzt dachte ich schon. Ich war gerade schon so richtig gehypt. Auf das, was ihr hätte kommen können jetzt. Oh, wieder nur auf die Kante. Kann doch nicht wahr sein. Lass mich in Ruhe. So, können wir hier nicht irgendwie ihn aufs Kommentator? Geht das nicht irgendwie? So, was macht er jetzt mit uns? Was macht er denn mit uns? Lass das. Habe ich dir nicht erlaubt. Jetzt die beiden also quasi mit einer Fraktionsarbeit gegen uns. Au! Ich will eigentlich gerade nur in den Ring rennen. Wieder Baron Blade. Der jetzt mehr und mehr ins Match findet irgendwie. Trotz der Attacken, die er ja abbekommen hat. Also eigentlich ist der tot, der Junge. So. Macht ihr mal. So. Das war vielleicht mal jetzt ganz gut.
Oh, aber so ist Tucker natürlich da direkt zur Stelle. Hat er pinnt uns jetzt nicht. So, so ist Tucker. Und auch Baron Blade jetzt zurück im Ring. Und dann mal ein Finisher. Wir haben noch einen Finisher. Und der wurde uns jetzt auch so weit abgezogen. So, super Kick. Super Kick. So, so ist Tucker, das kann er konnten. Wir brauchen wieder irgendwie die lila Anzeige hier. Wir brauchen die lila Anzeige. Aber jetzt werden wir gerade attackiert, da haben wir keine Zeit, uns zu erholen. Wieder die Fraktionsarbeit. So. Jetzt wieder so als Tucker. Jetzt geht's für uns in die Ringecke. Und direkt zu Boden. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir einfach nur aufpassen. Das darf er nicht machen. So, komm her. Oh, er kontert unseren Signature. Er kontert unseren Signature. So, macht ihr mal. Nein! Nicht gut, ich wollte gerade den Finish ansetzen, aber die lila Anzeige, sie hat noch nicht gereicht. Das ist tragisch. Das ist tragisch. Die lila Anzeige, sie hat noch nicht gereicht. Oh, Gott sei Dank haben wir noch eine große Pin-Anzeige. Haut euch mal aufs Maul, bitte. So, ihn zeigen wir jetzt den Finisher und hauen wir den grünen um. War eh Rope Break. Hallo? Ich konnte nichts machen. Der ist von alleine gelaufen. Was war das denn? Jetzt so ist Tucker. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. So. Jetzt ihn irgendwie fertig machen. So. Jetzt den Pin vielleicht irgendwie. Nee, den Schatten. Ja, er kann es gerade noch so unterbinden. So. Sehr gut. STO, wir haben uns auch selber wehgetan dabei. Wir müssen jetzt irgendwie an den Seilen nach oben kommen. So, so ist Tucker, kriegt hier was ab. Du kriegst unseren Signature ab. Und dann pinnen wir irgendeinen. Jetzt müssen wir irgendeinen pinnen. Pin, 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 pin. Come on. So ist Tucker, schafft das? Ah, Rope Break, nein. Lass so ist Tucker da mal machen, der hat seinen Signature. Wir müssen aufpassen. Luther's Press. What a shot. So, kriegt er jetzt nochmal unseren Finish ab? Kriegt er. So, der Piledriver. Powerpin. Powerpin, ist das 1, 2, 3, das ist der Sieg. Zeus Tucker kommt nicht da oben und MC Torres gewinnt dieses Triple Threat Match. Ist es souverän gewesen, die Frage. Es war... Zwischenzeitlich waren wir ganz gut dabei, dann mussten wir wirklich ein bisschen auch aufpassen in der Phase, aber am Ende des Tages haben wir es ja geschafft, also von daher, ne, so ist ja nicht. War knapp hier in der Situation, aber dann hier lief es ganz gut zum Teil. Hier ist, hat es Baron Blade noch gerade so in die Seile geschafft mit dem Fuß. Und dann gab es den Finisher gegen Baron Blade.
Und da kam Zeus Zucker dann nicht mehr dazu, den Pin zu unterbrechen. Und MC Torres gewinnt das Triple Threat Match. Das war sehr, sehr wichtig. Und das sollte Vicky Guerrero vielleicht wieder überzeugt haben. Das Problem ist, es waren keine renommierten Main-Roster-Gegner, wie zum Beispiel ein Mark Henry. Wenn du hier ein Triple Threat Match gegen Titus und hier Mark Henry hast, ja, wenn du das gewinnst, ist nochmal eindrucksvoller. Aber wir schauen mal, für was sich Vicky Guerrero entscheidet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal, wenn es heißt WWE 2K15 im Karrieremodus, wenn jetzt Vicky Guerrero nicht noch was zu sagen hat. Erstmal nochmal schnell gucken. Das Match war ein Klassiker. Ja. Ich fasse es nicht, dass ich bei der nächsten Pay-Per-View gegen dich kämpfen soll. Ich wollte jemanden, der mich zum Superstar macht. Aha, Kumpel, du hast von uns aufs Maul bekommen. Nur mal so nebenbei. Dass die Fans sowas sehen wollen, naja. Ja, also wir gucken mal. Wir sollten das Pay-Per-View-Match gegen ihn gewinnen. So sonderlich gut war er eigentlich an sich nicht. Aber wir gucken mal, ob uns das auch wirklich gelingt. So, von Vicky Guerrero oder irgendein Text? Ne. Also, beim nächsten Mal dann vielleicht schon das Pay-Per-View-Match gegen Baron Blade. In dem Sinne, Mädels, ich bin raus. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.